Was geht, Freunde? Herzlich willkommen auf den Gaming-Kanal. Ja, der Kanal ist neu. Ihr wurdet wahrscheinlich euch hier rechts vorgeschlagen. So, ihr habt bestimmt drauf geklickt. Der Kanal ist neu. Lasst gerne ein Follow da, falls ihr noch nicht gemacht habt. Ihr kommt jeden Tag ein Video. Für Pack-Openings und so weiter geht gerne auf den 99Z-Kanal. Da kommt nämlich auch FIFA Online. FIFA-Content ist auf den beiden Accounts gesplittet. Deswegen checkt gerne beide ab. Lasst hier gerne ein Follow da und viel Spaß mit dem Video. Was sind so Karten, die man nicht auf dem Schirm hat, die vielleicht neu sind? Neue Heroes, neue Denks. Openda. Luis Openda. 93 Tempo, 84 Schuss, 3 Sterne, 4 Sterne. Das ist schon mal. Bei mir muss ein Offensivspieler mindestens 4 Sterne, 4 Sterne haben, sonst ist es schon mal ein fetter Dorn im Auge. Aber ja, für Start ist schon mal geil. Aber der Mann ist nicht. Der wird schon teuer sein, der wird bestimmt so 40, 50k kosten, aber der wird wieder sinken, weil das ist auf Dauer nicht so Meta. Nico Williams hat immer Dings. Ah ne, ich meine Inaki. Nico Williams, 85er, 93 Tempo, 4 Sterne, 5 Sterne Weakfoot, geisteskrank. Und er kann rechts und links spielen. Alter, das ist crazy. Van de Ven, das habe ich auch gesehen. Van de Ven ist crazy. Van der Ven ist crazy. 88 Tempo, 83 Def in der Prem. Das ist crazy. Lacroix ist auch in der Prem. Maxence Lacroix auch 88 Pace, 76 Def. Viele schreiben Gyökeres. Left Wing und Striker. Sporting Lissabon von gestern, ne? 90 Tempo, 83 Schuss. 91 Physis, jetzt bin ich gespannt auf schwache Fuß und so. 3 Sterne Weakfoot, leider nur 3 Sterne Skills, aber 5 Sterne Weakfoot. Boah, schade, ja. Hätte der 4 Sterne Skills, geisteskrank. 1,87. Z, dann auch nochmal eine Neuigkeit bei FIFA. Ist dieses Jahr, dass du in-game, du spielst in-game dem im Sturm. Oder den als LF. Oder zum Beispiel, du hast Vini. Vinicius Junior, du startest. Er kann Stürmer spielen? Ihh, das ist ja crazy. Vinny wird richtig teuer. Du startest ihn als LM im 4-4-2, damit alle Chemie haben und spielst dann in-game 4-2-2-2 zum Beispiel. Das geht nicht mehr wie früher, weil der Spieler, der kann in-game nur auf den Positionen spielen, was davor gesagt, also er kann nur Stürmer LF spielen, so mäßig. Der kann nicht ZOM spielen in-game. Ihr könnt nicht umstellen auf 4-2-3-1 oder 4-2-2-2, wie ihr wollt, oder ihn rechts spielen lassen in-game. Das wurde geändert, der hat dann mäßig nicht mehr, also weniger Chemie. Also zum Beispiel, du kannst nicht mehr 4-4-2 starten mit Mbappé im Sturm und dann lässt du ihn bei 4-2-2-2 im ROM spielen. Oder 4-2-3-1 im ZOM in der Mitte. Das geht nicht, weil er da nicht spielen kann. Er kann nur Stürmer LF spielen zum Beispiel. Dann kann er auch nicht RM spielen in-game auf einmal. Das geht nicht. Das finde ich auch ein bisschen kacke, aber es ist halt so, dass du noch mehr darauf achten musst, wen du holst und sowas. Und Formationen werden jetzt auch interessant. Und sie hat auch einen richtig geilen Link mit Graham Hansen. Caroline mit 5 Sterne, 5 Sterne. Oh mein Gott, Digga. 89 Tempo, 87 Schuss, 88 Pass, 90 Dribbling. 5 Sterne, 5 Sterne. Sie muss 1,5 Millionen kosten, mindestens. Mindestens. Ich glaube, das ist die coolste Karte von den goldenen Karten. Sie ist mit Vini und Mbappé auf einer Höhe, sage ich. Mit Vini, ja. So vom Preis her auch. Und sie war letztes Jahr auch, war ja nicht so, dass so die Frauen schlecht sind oder so in-game. Die waren genauso gut, wenn nicht sogar besser. Lionel Messi. Digga. Sam, Sophia Smith, 89erin, ist besser als Phil Foden, einfach. Messi, ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird mit R1-Dribbling-Chat. Ich denke mal nicht, dass es wieder so krass sein wird. Oh, Phil Foden hat das. Wenn das OP wird, er kann LF, RF, er kann ZOM spielen, er hat R1, er hat Technical, das war mein Lieblings-Playstyle letztes Jahr. Das wäre ja richtig geil. Neymar, ey Chat, ich schwöre, Neymar sieht sogar gut aus, ne? Neymar sieht gut aus dieses Jahr. Wieder. Obwohl er dick ist und so. 85 Tempo hat er bekommen. 92 Dribbling. 5-5. Das wird so ein Cheap Beast aus Saudi. ZOM. LF. ZOM ist neu.
Cheap? Ja, also vergleichbar als zu früher so. Ich sage, er wird so 300k. 200, 300k, weil man ihn nicht schwer lenken kann. Obwohl, Brasilien geht eigentlich. Okay, was sagt ihr, was kostet Ronaldo, Chat? Ich sag, Ronaldo kostet am Anfang 60k. Ja, okay, gut. Ich dachte, ihr sagt jetzt auch wieder 500k. Ihr sagt irgendwie bei jedem Spieler 500k. Digga, was ist das für eine Arschkarte, Chat? Was ist das denn? Was ist das? 77 Tempo? 88 Schuss? 77 Pass, 80 Dribbling, 34 Def, 77 Physis. Das ist schon ein bisschen Beleidigung, ja. Auch das Bild, Digga. Look at his lips. Look at the top of his head. Digga, Er sieht ein bisschen aus wie ein Araber da, ein bisschen, oder? Das fährt ein bisschen ab, Al-Nassr. Digga, sieht ein bisschen aus wie Hamid oder so. Lauren James. Oha! Digga, die Schwester von Reece James, Digga. Man sieht's auch, ja? ZOM, RM, RF, Chelsea. 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. 89 Tempo, 81 Schuss, 80 Pass, 87 Dribbling, 82. Bruder, was haben die für Tests gemacht? Was haben die für Tests gemacht, dass die so eine Werte haben, dann? Einfach alles über 80, Digga. Der hat so 10-mal so gute Werte wie Lamine Lamaya oder so. Leao. Digga, Leao ist so gut, ne, echt. 94 Tempo, 79 Schuss, 80 Pass, 77, 5-4, geil. Leao und er kann Stürmer. Boah, geil. Isak. 85, 84. 4 Sterne, 5 Sterne, Weakfoot. Geiler Stürmer. Geiler Stürmer. Er ist groß, schwarz, schnell. 4 Sterne, 5 Sterne, kann schießen, geil. Tell. Bruder, er wird nicht mehr angezeigt. Tell, sein Arsch wird nicht angezeigt. 86 Tempo, 8 Schuss, 4-4. Ja, geiler Starter. Geiler Starter für so 8k oder so. 10k, sag ich. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Haben die gestern die Champions League geguckt? Bro, haben die gestern die Champions League geguckt? Er hat Nummer 10 bei Juventus. Nummer 10 bei Juventus hat 70 Rating, wa? Tschüss. Tschüss. Allgemein, dass die Jungen gefickt werden, tamam. Lamine, Xavi Simmons. Jeder, alles gut. Bruder, aber 70 für Nummer 10 bei Juventus. Stimmt, bei Nummer 10 bei Juventus hat er gleich 85 verdient. Nein, aber das heißt, dass er einer der Besten ist oder in der Mannschaft. Sonst würde er erstens nicht Stamm spielen. Zweitens hätte er nicht die 10. Und das heißt, es ist schon ein fettes Vertrauen von der Mannschaft, also vom Verein ihm gegenüber. Oh, Mudrik hat 92 Tempo. 77. Er ist mein Mann. 4-4, 92 Tempo, Chat, guter Cheap Winger. Ist wirklich ein guter Cheap Winger. Immobile haben viele geschrieben. Ich sag 84 Tempo und 85 Schuss. 82, 83. Ja, cool. Cool, Beşiktaş-Fan, cool. Kanté Diaby, das hört sich gut an. Das hört sich nach einem richtig geilen Superlink an. Kanté, ja, sieht geil aus. Links, Bob, Diaby, 4 Sterne, 3 Sterne, fuck. Mann, er kann sogar ZOM. Und er kann Stürmer. Aber das ist trotzdem ein geiler Superlink, die beiden. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst hier gerne ein Follow da. Denkt dran, das ist der Gaming-Kanal. Geht auch rüber auf den 99-Kanal. Lasst auch nochmal ein Follow da, um noch mehr FIFA-Content mitzubekommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüssi. Turn me up, baby.